Auch dieses Wochenende ist ja wieder jede Menge los in Berlin. Ein Riesenfeuerwerk, Pyronale, ein Fahrradkorso und vor allem die Großdemo gegen Rassismus. Hashtag unteilbar. All das legt schon ab heute viele Straßen der Stadt lahm. Zehntausende Teilnehmer werden zu der Demo, die um 12 Uhr auf dem Alex startet, erwartet. Mehr als 4.500 Organisationen, Einzelpersonen haben dazu aufgerufen. Natürlich sind die Vorbereitungen dazu in vollem Gange. Es ist der letzte Tag vor der großen Demo und Markus Terforen macht politische Mobilisierungsarbeit auf dem Alexanderplatz. Und das kann mühselig sein. Wisst ihr nicht? So, okay. So, guten Morgen. Darf ich einen Flugblatt geben? Oh, das beißt mich. Bei Sigrid von Klinggräf läuft es besser. Morgen. Darf ich Sie informieren über die große Demonstration, die morgen? Dabei. Sie sind dabei? Ja. Das freut mich sehr. Ja. Warum? 11.30 Uhr. Nee. Weil es für mich erschreckend ist, wie weit die Gesellschaft nach rechts geht. Auch wenn Markus Terforen heute mal Absagen kassiert, ist er trotzdem guter Dinge. Die Unteilbar-Demo gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung und für eine offene und freie Gesellschaft hat einen Nerv getroffen. Oft ist es einfach so eine mühsame Sache. Mobilisieren, die Leute überreden, telefonieren, Plakate aufhängen. Und diesmal ist es umgekehrt. Muss man gar nicht machen, sondern die rennen einem die Bude ein. Und so rechnen die Veranstalter mit 40.000 Demonstranten, mindestens. Startpunkt ist ab 13 Uhr der Alexanderplatz. Dann verläuft der Demozug über die Leipziger Straße. An der Siegessäule gibt es dann Abschlusskonzerte. Die Bühne dafür wird gerade noch aufgebaut. Von 16 bis 21 Uhr spielen morgen dann Stars wie Herbert Grönemeyer, Konstantin Wecker, Rapper Romano und Joy Denalani. Auch im Netz gibt es breite Unterstützung. Vereinzelt gibt es aber auch Kritik. Die Unteilbar-Kampagne paktiert mit Islamisten und Antisemiten. Wer es mit dem Kampf gegen rechts ernst meint, kann dieser Querfront nur eine Absage erteilen. Entzündet hat sich die Kritik unter anderem an der Teilnahme des Zentralrats der Muslime, dem Verbindungen zur Muslimbruderschaft nachgesagt werden. Also der Zentralrat der Muslime hat unseren Aufruf unterzeichnet und der Aufruf ist ganz eindeutig unteilbar, Solidarität statt Ausgrenzung. Und wenn Sie das mit diesem Unbehagen ansprechen, dann können wir auch in andere Organisationen gucken, nehmen wir die katholische Kirche. Auch da sind wir nicht mit allen Themen einverstanden, wie die dort bearbeitet werden. Aber deswegen lassen wir uns da jetzt nicht spalten. Für Tausende zählt morgen vor allem eins, auf die Straße gehen und gemeinsam unteilbar sein.